Wow! Oh Mann! Ach, wie schade, das ist der letzte Film in der Box gewesen. Meinst du, dass wirklich mal Außerirdische auf die Erde kommen? Tja, Theo, das weiß ich auch nicht. Der Weltraum ist ja wirklich sehr groß. Vielleicht fliegen sie da draußen irgendwo rum. Ob die wohl nett sind? Oh ja, da bin ich mir sicher. Und sie würden uns bestimmt alle kennenlernen wollen. Cool, okay. Und solange sie noch nicht da sind, gehen wir spielen, Nancy. Ja, das ist in Ordnung. Ich wünsche euch viel Spaß. Hopp, gut gefangen. Hopp, und gleich nochmal. Wow, hast du das gesehen? Ja. Die Außerirdischen kommen auf die Erde. Ich werde mal Opa holen. Oh. Opa, Opa, komm schnell. Die Außerirdischen sind da. Dort draußen fliegt ein Raumschiff rum. Bist du dir ganz sicher, Theo? Kann das nicht auch ein Flugzeug gewesen sein? Nein, das war ganz bestimmt kein Flugzeug. Komm schnell mit, Opa. Es war da drüben. Was habt ihr denn vor? Mami! Hä? Wir haben ein Raumschiff gesehen, da saßen Außerirdische drin. Also ich sehe kein Raumschiff, Theo. Dann müssen wir es suchen. Und zwar jetzt. Ich will mich mit ihnen anfreunden. Vielleicht dürfen wir ja mal mit ihnen mitfliegen. Darf ich auch Außerirdische suchen? Ja, ja, aber nur wenn Theos Opa dabei ist. Okay, ist gut. Dann viel Vergnügen. Wir bringen den Außerirdischen was zu essen. Oh ja! Also ich hoffe, dass die Außerirdischen Hunger haben. Aber hundertprozentig. Sie kommen doch von weit her. Die werden sicher großen Hunger haben. Oh. Was hast du denn, Theo? Wie muss man denn Außerirdische anreden? Soll ich sagen, hallo, Mrs. Außerirdische? Oder hallo, Mr. Außerirdische? Tja, weißt du was? Du musst einfach nur höflich sein und zu ihnen sagen, hallo. Also ich bin Theo, seid willkommen auf der Erde. Und dann verbeugst du dich etwa so, siehst du? Okay? Ganz wunderbar. Sehr gut gemacht. Ich glaube, dass sich die Außerirdischen freuen, so begrüßt zu werden. Toll. Na komm mit, Elsie. Wir müssen jetzt gleich mal Opa holen. Opa, jetzt haben wir Butterbrote. Ah, sehr gut, Theo. Und ich habe hier die Suchausrüstung für dich. Was habe ich denn dabei? Ein Fotoapparat und eine Videokamera und ein Fernglas. Eine Lupe ist auch dabei und Notizblock und Bleistift. Vielen Dank, Opa. Komm mit, Elsie. Wir suchen die Außerirdischen. Oh ja! Vielleicht haben die Außerirdischen ja Angst vor uns. Wir müssen ihnen zeigen, dass wir Freunde sind. Wir wissen doch gar nicht, wo sie sind. Ja, darum müssen wir auch nach Spuren suchen. So wie in den Filmen. Hey, manchmal hinterlassen ihre Raumschiffe Brandspuren. Aber hier sind keine. Ich kann keine Spuren sehen. Jetzt brauchen wir einen Plan. Du musst versuchen, sie zu filmen, Elsie. Und du, Opa, du nimmst jetzt das Fernglas und guckst, ob du sie siehst. Eine gute Idee, Theo. Ich werde fotografieren und Notizen machen. Kommt mit, wir gehen hier lang. Seid bitte leise. Wir wollen sie doch nicht erschrecken. Oh, was war das denn? Ach so. Hey, da drüben, Theo. Da haben sich gerade ein paar Büsche bewegt. Wow, vielleicht sind sie da. Stellt euch das vor. Ein Zebra trifft Außerirdische. Das ist noch nie passiert. Oh. Vielleicht schweben sie ja über den Boden und hinterlassen deshalb keine Fußabdrücke. Das wäre ja ziemlich cool.
Vielleicht sind sie auf den Baum geklettert. Sie könnten überall sein, Kinder. Sehen wir in den Blumenbeeten nach. Sie mögen Blumen. Das habe ich in einem Film gesehen. Vielleicht haben die Außerirdischen die Farbe gewechselt. Das war auch in dem Film. Und zwar in Marsianer Teil 4. Oh ja, das habe ich auch gesehen. Sie hatten dieselbe Farbe wie die Blumen. Ja, das weiß ich auch noch. Und sie haben den Duft der Blumen sehr genossen. Und demnach würde es ihnen hier gut gefallen. Ich habe jetzt irgendwie Hunger bekommen. Oh ja, ich habe jetzt auch Hunger, Theo. Dann machen wir doch ein Picknick. Vielleicht riechen die Außerirdischen das Essen und wollen was abhaben. Ja! Ja. Ob sie schüchtern sind? Vielleicht hören wir sie. Oh nein, ich habe die Videokamera am Baum vergessen. Schnell! Die Kamera ist hier an. Vielleicht sind die Außerirdischen drauf. Oh, oh, oh. Habt ihr das gehört? Das ist ein Raumschiff. Raumschiff gehört, aber nicht gesehen. Wo können sie denn nur sein? Vielleicht auf den Schaukeln. Oder sie fahren Karussell. Na, kommt mit. Gehen wir auf den Spielplatz. Sieh dir das an! Dieses silberne Ding hier. Es bewegt sich. Das ist ein Außerirdischer. Ein bisschen klein für einen Außerirdischen. Puck hat ein Stück von ihren Raumanzügen gefunden. Mhm. Stück eines außerirdischen Raumanzugs fotografiert. Was war das? Verstecken wir uns. Mhm. Oh. Hallo, Theo. Hallo, Elsie. Hallo, Zack. Ich dachte, du bist ein Außerirdischer. Wir haben gerade ein silbernes Raumschiff gesehen. Wo denn? Wo habt ihr das gesehen? Weißt du, es war genau da drüben. Da hat Puck auch ein Stück von dem außerirdischen Raumanzug gefunden. Das ist ja cool. Hallo alle zusammen. Hallo, Onkel Zaphir. Suchst du etwa auch nach den Außerirdischen? Zack und Mr. Zui haben ein Raumschiff gesehen. Da muss ich dich enttäuschen. Das ist kein Raumschiff, Theo. Es sieht aus wie ein Raumschiff, aber das ist ein Heißluftballon. Er war angebunden und hat sich losgerissen. Ich muss ihn zurückholen. Ich habe die ganze Gegend abgesucht. Aber wir haben einen Wusch gehört. Wie von einem Raumschiff. Seit wann machen Ballons Wusch? Es wäre möglich, dass der Ballon ein Loch hat. Und dann tritt natürlich Luft aus. Daher kommt dann auch das Geräusch. Aber was ist denn das hier? Das ist das Material, aus dem der Ballon gemacht ist. Also keine Außerirdischen? Und dann noch keine Invasion? Leider nicht. Also heute jedenfalls nicht. Hey, seht mal, der ist er. Er ist da drüben. Mein Ballon! Mein Ballon! Nanu? Haltet meinen Ballon! Ich danke euch, ihr habt mich gerettet. Dafür habt ihr euch eine Belohnung verdient. Ich möchte euch einladen, und zwar zu einer Ballonshow. Das ist ja super. Kommt alle zu mir, liebe Freunde. Ich habe hier eine ganz große Überraschung. Ich möchte euch meine außerirdischen Freunde vorstellen. Hallo, ich bin Theo. Willkommen auf der Erde. Oh, ich wusste ja gar nicht, dass ihr tanzen könnt. Hallo, mein lieber Theo von der Erde. Ich bin Tante Zelda. Wow, Zinja. Wir sind aus dem Weltraum-Zebra-Club. Möchtest du Mitglied werden? Ja, klar, natürlich. Ich auch. Und ich auch. Und nun seid ihr alle Weltraum-Zebras. Gratuliere. Ja!
Ich hoffe, dass mal echte Außerirdische herkommen. Und wenn sie da sind, bin ich auf alles vorbereitet. Heute ist diese wunderbare Erfindung für jeden von uns eine große Hilfe im Alltag. Das war's, Mann, meine wow, Damen und Herren. Hast du das gesehen? Nächste Woche sehen wir uns dann mit brandneuen Erfindungen wieder. Dann bis bald. Ja, bis bald. Hier steht, C muss in Kuh gesteckt werden. Wo ist denn Kuh? Ist das vielleicht... Hey, hallo zusammen. Wisst ihr was? Wenn ich erwachsen bin, dann werde ich ein großer Erfinder. Und ich werde ganz viele Sachen erfinden. Versprochen. Weil ich anderen helfen will. Bravo, das ist eine sehr gute Idee, Theo. Es wäre interessant, einen Erfinder in der Familie zu haben. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viele Ideen ich schon habe. Es gibt da allerdings ein Problem. Ich brauche unbedingt einen von euch, der mir hilft. Es tut mir sehr leid, Theo. Papa und ich können dir jetzt nicht helfen, weil wir einen Teewagen zusammenbauen. Aber weißt du was? Vielleicht könnte ich dir ja helfen. Aber eigentlich wolltest du doch mir helfen, schon vergessen? Wir backen Blaubeerkuchen. Ja, natürlich weiß ich das noch, aber ich, aber Theo braucht vielleicht noch einige technische Ratschläge. Sehe ich doch richtig, oder? Ja, genau, Opa. Naja, wenn das so ist, dann musst du ihm helfen. Aber sei zum Tee wieder da. Ich meine, bevor er kalt wird. Wir sind pünktlich wieder da, keine Sorge. Hier, sieh doch mal, das ist ein Flugzeug ohne Motor. Es wird vom Wind getragen, so wie ein Vogel. Dann gibt's auch keine Luftverschmutzung. Also, das ist ja wirklich eine ganz brillante Erfindung, Theo. Aber da wäre nur eine Kleinigkeit anzumerken. So leid es mir tut, diese Erfindung gibt es bereits. Sie werden Segelflugzeuge genannt und wie du schon sagst, sie fliegen wie die Vögel. Oh. Nein, jetzt gib nicht auf. Es hat oft eine Ewigkeit gedauert, bis ein Erfinder etwas wirklich Neues erfunden hat. Hallo, ihr zwei. Ich habe gerade von Mr. Zui eine Pflanze geschenkt bekommen. Hast du einen Topf für mich, in dem ich sie einpflanzen könnte? Ja, ich müsste noch einen haben. Tja, dann wollen wir mal sehen. Ah, ich wusste es doch. Jetzt muss ich nur noch rankommen. Na, da hast du aber Glück gehabt. So, hier bitte. Oh, ich danke dir. Ach, keine Ursache, nichts zu danken. Habe ich doch gern getan. Ein Glück, dass du gerade da gewesen bist. Das Regal da oben ist viel zu hoch für mich. Da wäre ich nie rangekommen. Aha, super. Du, Opa, was sind das für Sprungfedern? Was denn die da? Die sind aus dem alten Bettkasten. Und darf ich die haben? Natürlich kannst du die haben. Ich habe gewusst, dass man sie eines Tages noch braucht. Tja, und nun ist es endlich soweit. Vielen Dank, Opa. So, das wird reichen. Jetzt brauche ich nur noch eine Sache. Ich bin gleich wieder da, aber nicht weggehen, Opa. Oh nein, Theo, ich gehe ganz bestimmt nicht weg. Ich bin ja viel zu neugierig auf deine Erfindung. Ja, aber Theo, das sind doch Uromas Hausschuhe, wenn ich mich nicht irre. Ja, genau. Die müssen sehr bequem sein. So, hier, Opa. Was hältst du von meiner Erfindung? Das ist, naja, also, das ist ja sehr erfinderisch. Solche Hausschuhe habe ich ja wirklich noch nie gesehen. Ja, das glaube ich. Das sind auch keine normalen Hausschuhe mehr. Danke, Puck. Na, komm mit. Oh, ja, bitte. Tada! Hier, sieh doch mal. Die habe ich erfunden, und zwar ganz allein für dich. Wenn du die anhast, dann kannst du so hoch springen, dass du an jedes Regal rankommst. Egal, wie hoch es ist. Ist das nicht einfach klasse? Und du kannst sie auch anziehen, wenn du schnell zu Mr. Zui zum Einkaufen willst. Weißt du, wie ich die Erfindung nenne? Die Springerhausschuhe. Oh, da bin ich ja sprachlos. Du bist ja so clever. Da hast du dir jetzt aber einen Kuss verdient. Ja. Wir Erfinder lassen uns eine ganze Menge einfallen. Was ist? Willst du sie nicht gleich mal ausprobieren? Ja, natürlich, aber vielleicht etwas später. Och, es ist ja so lieb von dir, dass du an deine alte Uroma denkst.
Also, ich werde die Hausschuhe gut bei mir aufbewahren. Und immer, wenn ich Lust verspüre zu springen, dann kann ich meine springenden Schuhe sofort zur Hand nehmen. Toll, dass sie dir gefallen. Nun komm, Pock, jetzt werden wir was Neues erfinden. Oh nein! Wir sollten was erfinden, um Opa zu helfen. Du Opa, kann ich mir mal bitte dein Buch ausborgen? Oh ja, natürlich. Hier, bitteschön. Da, das Buch, das sich selbst umblättert. Einen Moment, es muss noch eingeschaltet werden. Oh. Das habe ich für dich erfunden. Gefällt es dir? Ja, sicher, natürlich. Das kann ich sehr gut gebrauchen. Die Seiten werden zwar ein bisschen schnell umgeblättert, aber das ist wirklich eine ganz tolle Erfindung. Ich muss dann einfach nur schneller lesen. Ich freue mich wirklich sehr, dass es dir gefällt, Opa. So, mal sehen, ob ich jetzt noch jemandem helfen kann. Bis später. Nanu, was ist denn los? Du wolltest doch den Teewagen zusammenbauen, oder? Ja, das hatte ich eigentlich vor. Gibt's ein Problem? Könnte ich dir vielleicht helfen? Das ist sehr nett von dir, aber das schaffst du nicht. Die Räder sind nicht mitgeliefert worden. Warte mal, ich glaube, ich kann dir doch helfen. Nimm ihn bitte noch nicht auseinander. Ich bin gleich wieder da. Opa, weißt du was? Ich habe eine neue Idee für eine Erfindung. Aber ich brauche deine Hilfe. Ja, natürlich gern. Und was hast du erfunden, Theo? Papa will doch diesen Teewagen zusammenbauen. Den aus dem Paket. Ja. Und es wurden keine Räder mitgeliefert. Die haben vergessen, die einzupacken. Tja, also ohne Räder könnte der Teewagen ein Problem haben. Aber wir können ihn neu erfinden. Aha, du willst also neue Räder dranbauen, habe ich recht? Ja, aber das ist längst noch nicht alles. Oh, klingt ja sehr spannend. Ja! Okay, das sind die Räder vom Einkaufswagen und ein paar Teile vom Go-Kart, siehst du? Daraus muss man doch was bauen können. Na, was meinst du, Opa? Ich könnte es mir vorstellen. Sowas habe ich ja noch nie gesehen, Theo. Na los, wir fangen gleich mal an. Oh, wie schön. Nun bekommen wir Hilfe. Lieb von euch. Ja, darum sind wir hier, Oma. Ihr könnt gern gehen, wenn ihr wollt. Wir werden uns schon um den Tee kümmern. Wieso? Wollt ihr uns loswerden, damit ihr den Kuchen für euch allein haben könnt? Nein, Oma, natürlich nicht. Wir wollen doch nur helfen. Ich finde, das hört sich gut an. Dann werde ich mich mal hinsetzen. Ich hätte nie gedacht, dass wir die noch mal benutzen werden. Manchmal kann man die alten Sachen eben doch noch gebrauchen. Also gut. Naja, vielleicht sollte man das hierher tun. Nein, ich glaube, hier funktioniert es besser. Ja, da könntest du recht haben. Also, dann kommt es jetzt hierher. Na, ihr Erfinder, wollt ihr jetzt bitte mal kommen? Wir wollen den Kuchen probieren. Ja, ja, wir kommen, Oma. Wir sind schon fertig. Das gefällt mir. Der Tee ist serviert. Und gebracht wird er euch von der besten Erfindung aller Zeiten. Und zwar von dem ferngesteuerten Teewagen. Das ist ja wirklich eine geniale Erfindung, Zeo. Ich glaube, ich werde noch mal in den Laden gehen. Die Teewagen in diesem Geschäft können mit deinem gar nicht mithalten.
Na, ein Tässchen Tee, Oma? Oh ja, gern. Vielen Dank, Theo. Also, ich muss schon sagen, du bist mein Lieblingserfinder. Ein Stückchen Blaubeerkuchen, Mama? Also, ich glaube, du kannst Gedanken lesen. Du bist ein kluger Junge. Den ferngesteuerten Teewagen kann ich gut gebrauchen. Sehr gut gemacht, Theo. Ich habe es nicht allein geschafft. Opa und Pock haben mir geholfen. Wer möchte noch Tee haben? Ich! Was ist denn, Pock? Sieh mal, Opa, es schneit gar nicht mehr. Darf ich draußen spielen? Ja, natürlich darfst du draußen spielen, aber du musst dich warm anziehen, hörst du? Ja! oh Mann, das ist doch einfach toll! Ist ja lustig. Unser Haus sieht ja aus, als hätte es einen Zuckerguss. Oh ja, da hast du recht. Sieht appetitlich aus. Ich könnte reinbeißen. Sieh mal, Opa, deine Fußspuren sind wirklich viel, viel größer als meine. Ja, das ist richtig, Theo. Tja, verwechseln könnte man uns beide nicht. Und was sind das für welche? Wem könnten die gehören? Also, das kann ich nicht sagen. Das weiß ich auch nicht. Die sind ja wirklich sehr klein. Wollen wir ihnen folgen? Eine gute Idee. Hören die Fußspuren auf einmal auf. Hey, Pock! Ach so, das sind deine Fußspuren. Ich glaube, Pock hat genauso viel Spaß im Schnee wie du. Wollen wir noch mehr Fußspuren suchen, Opa? Oh ja, sehr gern. Aber als echte Fährtenleser brauchen wir auch eine Ausrüstung. Komm, wir werden uns ausstatten. Also, wo ist denn mein Maßband? Ich hab's doch irgendwo hier hingelegt. Sehr gut gemacht, Pock. Da ist ja das Maßband. Ja, ich würde sagen, dass wir jetzt alles haben. Ja, das Maßband, das Fernglas, das Notizbuch und ein Stift. Und was ist das für ein Buch? Das ist ein sehr interessantes Buch. Das ist ein Tierlexikon, da können wir die Fußspuren nachschlagen. Das ist ja toll, dass wir sowas mithaben. Hey, sieh mal! Das ist wohl ein Tier mit drei Beinen. Also, das ist eine sehr eigenartige Entdeckung. Die werden wir jetzt erst einmal ausmessen. Die haben ungefähr die Größe von meinen Fußabdrücken. Ja, ja, aber es ist auch ein dritter zu sehen. Da hast du aber wirklich gut aufgepasst. Weißt du was? Ich werde mal im Tierlexikon nachsehen. Also, dieser dritte Abdruck ist ja wirklich sehr klein, schon merkwürdig. Ist ja eigenartig. Ich finde hier kein dreibeiniges Tier. Hallo, guten Tag, ihr zwei. Na, vergnügt ihr euch? Oh ja, Uroma. Na klar, wieso sind wir nicht gleich drauf gekommen? Das ist keine dritte Fußspur, sondern Uromas Gehstock. Und Uroma hätten wir nie im Tierlexikon gefunden. Oh, Pock hat da irgendwas entdeckt. Die sind ja genauso groß wie meine Abdrücke. Aber an der Stelle waren wir doch gar nicht. Sehen wir mal, wo die hinführen. Schnell, komm mit, Opa. Ist ja komisch. Zu wem könnten diese Fußabdrücke wohl gehören? Hey, weißt du was? Zu Elsie. Sie ist die einzige von uns, die immer hier durchgeht. Ja, natürlich. Ich glaube, da hast du recht. Ich werde das überprüfen. In Ordnung, Theo. Hallo, Elsie. Hallo, Theo. Wo warst du denn? Ich habe dich überall gesucht. Ich habe einen Schneemann gebaut. Super, der sieht ja toll aus. Also, das ist ja ein ganz wunderbarer Schneemann. Hast du den etwa ganz allein gebaut? Nein, nein. Mama hat mir geholfen. Und was macht ihr so? Mein Opa und ich sind heute Fährtenleser. Was ist denn das? Wir verfolgen die Fußspuren im Schnee, um rauszufinden, zu wem sie gehören. Darum sind wir jetzt bei dir. Das macht bestimmt Spaß. Darf ich bei euch mitmachen, Theo? Ja, natürlich.
Aber hier sind ja gar keine Fußspuren mehr. Wir könnten ja mal auf die Straße gehen. Ich glaube, dass wir da welche finden. Seht euch die mal an. Die sehen ja komisch aus. Sagt mal, kennt ihr ein Tier, das so große Füße hat? Tja, also ich kann mir nicht vorstellen, was das für ein Tier sein soll. Hier, du musst ausmessen. Wow, sieh mal. Die sind ja zweimal so groß wie Opas Füße. Das muss ein riesiges Tier sein. Noch nicht einmal ein Bär macht so große Fußabdrücke wie die da. Wollen wir mal der Spur folgen? Vielleicht kriegen wir raus, zu wem sie gehört. Es ist da lang gegangen. Vielleicht weiß Mrs. Zolli was. Hallo, Mrs. Zolli. Schönen guten Tag. Wir verfolgen diese Fußspuren. Wissen Sie, zu wem die gehören? Ja. Vor ein paar Minuten habe ich ihn gesehen. Ach ja, wirklich? Wie sah er denn aus hier? Das Dumme ist, dass ich ihn leider gar nicht erkennen konnte. Es war so hektisch. War er denn groß? Oh ja, und er hatte furchtbar große Füße und so einen merkwürdigen Gang. Und können Sie sich sonst noch an etwas erinnern? Er sah sehr stark aus und er hatte am ganzen Körper lange weiße Haare. Oh. Ich hab's dann. Fertig. Ich weiß, wer das ist. Ich kenne ihn aus dem Fernsehen. Das ist ganz bestimmt der Schneemensch. Was? Das ist der Schneemensch? Den müssen wir finden. Dann wollen wir uns mal an die Arbeit machen, bevor die Spuren verwischen. Vielen Dank, Mrs. Zolli. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ah, wir haben die Spur verloren. Durch den Wind sind die Spuren leider verwischt worden. Ach, wie schade. Aber wie sollen wir jetzt den Schneemenschen finden? Wir gehen jetzt mal in diese Richtung. Wenn wir Glück haben, können wir die Spur wieder aufnehmen. Sieh mal, Elsie, hier ist die Spur ja wieder. Dann ist der Schneemensch also hier gewesen. Er scheint hier in den Laden gegangen zu sein. Hallo. Hallo. Hallo? Was macht ihr denn hier bei der Kälte? Wir sind auf der Suche nach dem Schneemenschen. Hast du ihn gesehen? Was? Wie bitte? Ihr sucht hier den Schneemenschen? So sieht er aus. Also an den könnte ich mich erinnern, wenn ich ihn gesehen hätte. Ach so, aber wir haben gedacht, dass er hier im Laden war. Ja, seine Fußspuren haben uns hierher geführt. Möglicherweise ist er hier vorbeigelaufen, aber er ist nicht hier reingekommen. Dann wollen wir mal wieder rausgehen. Er könnte ja noch hier in der Nähe sein. Habt ihr das auch gehört? Ob das gerade der Schneemensch war? Darf ich mal bitte das Fernglas haben? Da ist er! Er ist da drüben! Los, wir müssen ihn unbedingt einholen. Ich weiß ganz genau, dass der Schneemensch hier gewesen ist. Das hast du ja vorhin auch gedacht. Nicht zu fassen. Der Schneemensch hat den ganzen Laden von Mr. Zoe verwüstet. Oh. Mr. Zoe? Hallo, Kinder. Ich bin gerade hingefallen. Mal wieder. Hallo, Mr. Zoe. Hey, hallo. Mit Schneeschuhen zu laufen ist gar nicht so leicht, wie ich dachte.
Mann, ist der komisch. Die sehen genauso aus wie die Fußspuren. Ich hatte überhaupt noch keine Zeit, den Laden aufzuräumen. Ich habe den ganzen Morgen Bestellungen ausgeliefert. Ach, wirklich? Bei dem Wetter liefern Sie aus? Natürlich. Wenn so viel Schnee liegt, fällt es manchen Leuten schwer, in mein Geschäft zu kommen. Ach, eine Frage. Uroma hat doch die Milch bekommen. Ja, das hat sie recht. Vielen Dank auch. Dann sind Sie also der Schneemensch gewesen, ja? Ha, ihr habt mich erwischt. Und wisst ihr, was Schneemenschen am allerliebsten essen? Nein. Na, ganz einfach. Gefrorenen Joghurt mit Erdbeersorbet. Wollt ihr probieren? Oh ja! Also ich habe Hunger wie ein riesengroßer Schneemensch. Okay, Theo. Also vielleicht ein Erdferkel oder eine Antilope. Ganz falsch, Opa. Ich habe doch gesagt, dass das ein Tier sein muss, das sein Haus auf dem Rücken trägt. Ach so. Davon gibt's aber nicht sehr viele. Hey, gerade ist mir eins eingefallen. Mal sehen, ob du errätst, welches ich meine. So, also, da muss ich jetzt mal überlegen. Es hat vier Füße und... Ach, eine Schildkröte. Da hast du richtig geraten, Opa. Hallo, Theo. Oh, was ist das denn? Das ist meine Eimerschildkröte. Ich habe Opa das Tier gezeigt, das ich für mein Schulprojekt ausgesucht habe. Ich habe mir auch eine Schildkröte ausgesucht. Ich werde eine Schildkröte malen. Ach so, wenn du das schon machst, dann ist es ja langweilig. Wieso denn? Du kannst doch auch eine Schildkröte nehmen. Das mache ich nicht, Elsie. Ich werde mir was anderes einfallen lassen. Okay, ich habe noch sehr viel zu tun. Also dann bis später. Ja, bis später, Elsie. Was soll ich denn nun machen? Ich werde jetzt mal reingehen, um nachzudenken. Aber Theo, ich bin davon überzeugt, dass du ein Tier für dein Projekt finden wirst. Wie wär's mit einer Wasserschildkröte? Nein, das macht Zack schon, weil er eine zu Hause hat. Ach, ich verstehe. Worin unterscheiden sich eine Wasserschildkröte und eine Schildkröte? Eine Wasserschildkröte kann an Land oder im Wasser leben. Aber eine Schildkröte lebt nur an Land, weißt du? Naja, also ich bin mir ganz sicher, dass uns da etwas anderes einfällt. Eine Ameise. Ach nein, die lebt ja nur in einem Ameisenhügel. Wie dumm von mir. Hey, eine Biene. Nein, auch nicht. Die leben in einem Bienenstock. Ich habe eine Idee, Theo. Wie wär's mit einer Schnecke? Das ist doch die Lösung. Eine Schnecke. Na klar, die haben doch ihr Haus auf dem Rücken. Komm, wir suchen mal eine im Garten. Ich sehe hier gar keine. Die müssen ja sehr scheu sein. Ich weiß ganz genau, wo sie sich aufhalten. Na, komm mit, Theo. Sie sind doch sonst immer hier. Das macht nichts. Ich weiß, wo sie sind. Und wo sind sie nun, Opa? Das werde ich dir zeigen. Ah, hier sind sie. Da, wo sie gar nicht sein sollten. Hey, sieh mal, da ist eine. Mann, ist die groß. Das wundert mich kein bisschen. Sie isst ja auch all meine Blumen zum Frühstück. Ihr Haus sieht sehr hübsch aus. Ich werde schreiben, eine Schnecke gehört zu den ganz besonderen Tieren. Denn die Schnecke trägt ihr Haus auf dem Rücken. Das wird das allerbeste Projekt auf der ganzen Welt. Hallo, Theo. Hallo, Opa. Guten Tag, Xenia. Hallo. Wir waren hier gerade in der Nähe. Ja, ich habe mir ein Schneckenbastelset gekauft. Ich will mir nämlich ein Schneckenmosaik für unser Schulprojekt machen. Du machst echt eine Schnecke? Ja, das war eine kluge Entscheidung von Xenia. Sie ist ganz allein auf die Schnecke gekommen. Ja, aber ich wollte schon eine Schnecke machen. Na und, das kannst du doch auch. Nein, das mache ich nicht, Xenia. Ich lasse mir was anderes einfallen. Na gut, wir müssen jetzt los. Xenia muss ja noch ihr Mosaik fertig kriegen. Viel Glück mit deinem Projekt, Theo. Wir sehen uns dann später. Bis dann. Ach, Opa, jetzt fällt mir nur noch die Meeresschildkröte ein. Aber die lebt doch im Meer. Na, dann gehen wir doch mal zum Strand. Da werden wir eine suchen, Theo. Und wenn wir da keine finden, dann sammeln wir einfach Muscheln und bringen sie deiner Mama mit. Ja, das machen wir. Da wird sich Mama bestimmt freuen.
gar keine Schildkröten. Naja, vielleicht finden wir später eine, Zeo. Komm, wir suchen mal zwischen den Steinen. Vielleicht hat sich da eine versteckt. Hier gibt es schon ein paar Tiere, aber keine Schildkröte. Oh ja, ich sehe schon. Da ist ein Seepferdchen, ein Seestern und ein kleiner Krebs. Die sind ja auch alle ganz toll, aber es wäre mir lieber, wenn eins von ihnen ein Haus auf dem Rücken hätte. Das wäre sehr gut für mein Projekt. Naja, was soll's. Ich nehme die Schildkröte. Die werde ich dann wohl aus einem Buch abmalen müssen. Opa, wollen wir jetzt noch ein paar Muscheln sammeln? Eine gute Idee, Theo. Du suchst welche für deine Mama und ich sammle ein paar für den Garten. Ist gut. Da drüben sind große Muscheln. Du Opa, sieh mal, ich bin ein Krebs. Ja, ich auch. Ja, das denke ich auch. Wollen wir noch ein bisschen planschen, bevor wir gehen? Oh ja, tolle Idee. Die Muscheln holen wir nachher. Oh, ist das kalt. Puck will wohl lieber nicht kalte Füße bekommen. Jetzt werden wir mal die Muscheln holen. Ich muss ja noch mein Projekt fertig machen. Da hast du recht, Theo. Oh, sieh mal. Wo ist denn die rot-blaue Muschel? Vielleicht hat sie jemand mitgenommen. Aber wir beide sind hier doch ganz allein. Da ist sie ja. Vielleicht hat eine Möwe sie dahin gelegt. Oh ja, das ist natürlich möglich, Theo. Sie liegt ja schon wieder woanders. Warst du das etwa, Pop? Und jetzt hat sich eine andere bewegt. Hey, komm sofort zurück, Muschel. Ich tu dir nichts. Hier, sieh doch mal, Opa. Die Muschel hat ja Beine. Na, also jetzt ist mir ja alles klar. Der Kleine da ist ein Einsiedlerkrebs. Die ziehen in eine neue Muschel, wenn die alte zu klein geworden ist. Dann sucht er sich ein neues Haus. Das heißt ja, dass er sein Haus auf dem Rücken trägt. Also dann habe ich doch was für mein Projekt. Ich kann über den Einsiedlerkrebs schreiben. Ja, sicher, das kannst du, Theo. Na toll, Krebse sind super. Wieder zurückgezogen. Tja, in ein neues Haus zu ziehen, ist auch eine wichtige Entscheidung, Theo. Ja, er nimmt nur eins, das ihm gefällt. Und das scheint ihm zu gefallen. Jetzt probiert er aus, ob er auch reinpasst. Das ist perfekt. In meiner Klasse wird sicher niemand was über den Einsiedlerkrebs schreiben. Das ist doch sehr viel interessanter, als über eine Schnecke zu schreiben. Oder über eine Schildkröte. Oder über etwas anderes. Das Thema ist super. Bis dann, kleiner Krebs. Du warst mir eine große Hilfe für mein Projekt. Jetzt werden wir mal die Muschel nach Hause bringen, Theo. Ja, aber vorher muss ich noch was machen. Wenn der Einsiedlerkrebs wieder wächst, dann kann er einfach in die hier ziehen. Das ist eine sehr gute Idee. Und jetzt komm, wir gehen mal wieder zurück. Wir haben ja auch ein sehr schönes Haus. Hey,
Hallo, ihr zwei. Oh, vielen Dank für die Muscheln. Die sind ja wundervoll. Die werde ich ins Badezimmer legen. Und ich werde ein paar von den Kleinen zu den Pflanzen legen. Was meinst du, Theo? Also, der Einsiedlerkrebs trägt sein Haus auf dem Rücken. Theo? Oh, entschuldige, Opa. Ich war gerade bei meinem Projekt. Weißt du was, Opa? Wir haben Glück, dass wir unser Haus nicht auf dem Rücken tragen müssen. Oh, ja, darüber bin ich sehr froh, mein armer Rücken. Der Tag, um im Garten zu arbeiten. Ja, ich werde hier ein bisschen haken. Opa, was ist das hier? Nanu, also das ist ja nicht zu fassen. Das ist eine Zeitkapsel, weißt du? Das heißt, du nimmst einige Dinge, die dir wichtig sind, und packst sie in die Kiste. Das ist für die Leute, die sie eines Tages finden und dann sehen, wie wir gelebt haben. Als wir hierher gezogen sind, habe ich die Kiste gleich am ersten Tag vergraben. Dann ist die aber echt ganz schön alt. Ich werde das Schloss aufbrechen müssen. Komm mit, Theo. Ist ja verrückt. Meine alten Karten. Die habe ich früher alle gesammelt. Und hier sind meine Füller und Bleistifte. Sieh mal meine alte Schulkrawatte. Ach du meine Güte. Und das sind meine Schulzeugnisse. Oh, und hier ist ja auch noch Zeb. Mit dem habe ich am liebsten gespielt. Weißt du was? Mein Lieblingsspielzeug heißt übrigens auch Zeb. Du Opa? Ich möchte mir auch so eine Zeitkapsel machen. Also das ist ja eine super Idee, Theo. Und was möchtest du da gern reinlegen? Das weiß ich noch nicht. Wie hast du die Sachen ausgesucht, die du reingelegt hast? Deine Uroma hat mir damals geholfen. Wir können sie ja gern mal fragen. Ja, das machen wir. Naja, also weißt du, Theo, das ist eine ganz persönliche Zeitkapsel. Also musst du die Sachen dort hineinpacken, die dir etwas bedeuten. Na, wie wär's denn mit einem Foto? Eine tolle Idee. Ich frag gleich mal Mama. Ich will ein Foto von der ganzen Familie. Das finde ich wundervoll, Theo. Bis nachher. Mama, ich möchte doch aber nur ein Foto haben. Aber es soll ja auch ein gutes sein. Das da hat Zafir mit seiner neuen Kamera aufgenommen. Ja, das kann ich reinlegen. Aber ich brauche doch noch ein paar andere Sachen. Wie wär's mit einer Strähne aus deinem Fell? Oh nein! Und wie wär's mit einem Buch oder mit einem Spielzeug? Ja, die Idee gefällt mir. Los, komm mit, Pock. Hilf mir beim Aussuchen. Also, was meinst du? Ich könnte ja meinen Zeb auch mit reinlegen, oder? Was hältst du denn davon, Pock? Ja, ja, einverstanden, Pock. Wir werden natürlich auch eine Feder von dir mit reinlegen. Und mein Zeugnis kommt auch mit hinein. 1, 1+, 1+, 1. Und dann nehme ich noch den Dinosaurier. Und alle Anstecker, die ich gesammelt habe. Was soll noch mit reinkommen? Komm, wir gehen mal in den Garten. Da wird mir was einfallen. Entschuldige, Elsie. Ich denke gerade darüber nach, was ich in meine Zeitkapsel reinpacken soll. In deine Zeitkapsel? Was ist denn das? Also, man nimmt ein paar Dinge, die einem etwas bedeuten, und legt sie in eine Kiste. Und dann sehen die Leute, die sie später finden, wie wir gelebt haben. Hey, das ist eine schöne Idee.
Tja, leg doch ein Foto von dir und deiner Familie rein. Mm, das habe ich schon längst gemacht. Ein Spielzeug? Ach, ich habe schon meinen Dinosaurier drin. Und Zep. Aber Zep magst du doch am liebsten. Ja, schon. Aber hier geht's um eine Zeitkapsel. Okay, also... Wie wär's denn mit Tuffabdrücken von dir? Oh ja, das ist echt eine super Idee. Danke, Elsie. Da wird mir Opa bestimmt helfen. Bis später. Bis später, Theo. Wir werden diese Farbe für deinen Hufabdruck nehmen. Die kannst du gut abwaschen. Das kitzelt ganz schön. So, mein Junge, jetzt drück mal deine Hufe auf dieses Papier. Ja, natürlich, Pock, du kannst auch deinen Abdruck machen. Das ist ja einfach toll, Opa. Und hier habe ich auch eine wunderbare Zeitkapsel für dich. Sieh mal, sie hat sogar einen Schlüssel. Vielen, vielen Dank, Opa. Ich weiß nicht, ob ich wirklich Zeb reinlegen soll. Ich spiele doch immer so gern mit ihm. Aber du hast ja auch dein Lieblingsspielzeug in deine Zeitkapsel reingepackt, Opa. Ja, das habe ich, Theo. Aber das heißt nicht, dass du das auch machen musst. Nein, ist schon okay. Zeb kommt auch rein. Na, ist gut, wenn du dir ganz sicher bist. Dann können wir nachher deine Zeitkapsel im Garten vergraben, wenn du willst. Ja, das machen wir. Das erzähle ich Mama und Papa. Mama, Papa, Opa und ich wollen nachher meine Zeitkapsel im Garten vergraben. Das ist ja eine wundervolle Idee, Theo. Ich werde jetzt Opa dabei helfen, ein Loch zu graben. Bis nachher im Garten. Ja, wir werden gleich nachkommen. Bevor ich jetzt anfange, das Loch zu graben, holst du Elsie rüber. Sie möchte bestimmt zusehen. Ja, ist gut, Opa. Elsie, wir wollen die Zeitkapsel vergraben. Willst du zusehen? Oh ja, Theo, eine super Idee. Ich glaube, das hier ist eine gute Stelle. Dann werde ich mal jetzt hier das Loch graben. Ist gut, Opa. Dann werde ich jetzt ein letztes Mal in meine Kiste gucken. Mach's gut, Zeb. Tschüss, Dinosaurier. Aber du musst sie doch nicht reinlegen, wenn es dir so schwer fällt. Nein, das ist schon okay. Es ist nur... Da sind wir. Ihr habt doch nicht ohne uns angefangen. Nein, wir sind gleich soweit. Ich werde Zeb reinlegen und den Dinosaurier behalten. Bist du dir auch ganz sicher, Theo? Ja, ich glaube schon. Naja, vielleicht leg ich den Dinosaurier rein und behalte Zeb. Ja, so mache ich das. Ich bin soweit, Opa. So, jetzt bin ich fertig, Theo. Schön, dass ihr alle gekommen seid. Ich... Was hast du denn, Theo? Ich will den Dinosaurier und Zeb behalten. Und gleichzeitig will ich sie aber in die Kiste packen. Oh, also das ist ja wirklich sehr schwierig. Warte, ich habe deine Idee, Theo. Halt den Saurier hoch. Halt schön still. Nun eins von Zeb. Sehr gut. Hey Papa, das ist ja eine tolle Idee. Und jetzt legst du die Fotos einfach in deine Zeitkapsel und kannst den Dinosaurier und Zeb behalten. Du hast doch wirklich einen sehr klugen Papa, oder? Oh ja. So, fertig, Opa. Schön, sehr gut, Theo. Nein, ich werde es doch anders machen. Ich werde meine Spielsachen in die Zeitkapsel legen und die Fotos werde ich behalten. Und du bist dir ganz sicher, Theo? Ja, die Person, die die Kiste findet, soll auch mit meinen Spielsachen spielen können. Ist gut, Theo. Wenn du das willst. Das will ich.
Ich finde es wirklich ganz toll, dass ihr dabei zugesehen habt, wie wir sie vergraben haben. So werde ich nie vergessen, wo die Zeitkapsel liegt. Ja, und wenn du deine Meinung ändern solltest und sie wieder ausgraben willst, dann ist das kein Problem. Ich habe den Schlüssel in dieser Tasche. Oder ist er vielleicht in der Tasche? Oder in der? Oh. Nein, ich habe nur Spaß gemacht. Hier ist er. Aber Opa!